Radfahren ist schön, aber leider, es ist einfach furchtbar laut. Und Lärm kann krank und aggressiv machen. Aber Rettung ist nahe. Verkehrsminister Bernhard Schrubber hat die Lösung gefunden. Da die Beschwerden über Lärmbelästigung durch Fahrräder überhand genommen haben, hat er im Rahmen eines Pilotprojekts im oberbayerischen Ruhepolding im ganzen Ort Flüsterasphalt für Radfahrer verlegen lassen. Der Flüsterasphalt soll jetzt flächendeckend in ganz Bayern angebracht werden. Da die meisten Straßen durch die Corona-Krise wie leergefegt sind, soll jetzt in ganz Bayern mit den Arbeiten so schnell wie möglich begonnen werden, damit wieder Ruhe einkehren kann.